Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit Voucher und natürlich mit Maldale. Wir sind immer noch in den Highlands, meine Lieben. Ich fliege aber gerade zurück. Ich will die zwei Schildkröten schon mal wegbringen. Eine liegt noch am Strand, wir erinnern uns. Die ist noch nicht ganz durchgezähmt. Die holen wir natürlich auch noch ab. Dann möchte ich mal ganz kurz prüfen, ob wir zufällig Oviraptoren, Männchen und Weibchen haben. Das habe ich nämlich total vergessen. Wir bräuchten halt einfach irgendwie mal ein Zuchtpaar für Oviraptoren, weil wir brauchen jetzt zum Beispiel ja verschiedene Kippelsorten und die Schildkröten zusammen mit den Mantissen oben auf der Plattform wird ein bisschen viel. Das heißt, wir müssten bei Bedarf auch immer mal einen Oviraptor nachzähmen können. Und da will ich mal kurz gucken, ob wir Männchen, Weibchen haben. Zur Not werden wir wahrscheinlich den aus der Höhle hier zweckentfremden und den zu den Rexen in die Wüste bringen. Dann sammeln wir Rexeier, dann können wir uns das Gegenstück Stück von den Oviraptoren zähmen und dann werden wir da zukünftig halt auch entsprechend immer die Kippeltiere versorgen können. Ihr wisst, was ich meine, ne? Dass wir halt immer einen Oviraptor naja, als Zuhelfer halt fürs Brüten, ne? Dass eben diese Eierdinger hier schneller zum Beschleunigen. Wie nennt man das eigentlich hier, das Ding? Ich habe noch gar keine Ahnung, siehst du? Ich weiß nur, steht es hier irgendwie dabei? Nö. Wenn man den auf Wandern stellt. Ihr wisst aber, was ich meine, dass die Tiere halt schneller Eier legen. So, pass mal auf. Du bist ein Männchen. Jetzt pass mal auf, was ich mit dir mache. Als erstes mal deaktiviere ich das Wandern. Ne? So. Und das sieht so aus, als wäre der gar nicht mehr angehitscht. Komm mal mit darüber, bitte. Dich bringe ich dann in die Wüste. Ne, ne, der ist schon noch angehitscht, ne? Aber wieso kann ich den nicht mehr dehitschen? Optionen, Verhalten, Enable, Verhalten, Disable. Der hat dieses Ding gar nicht mehr hier. Soll ich den Hitch wegmachen? Sind die alle angehitscht hier? Verhalten, Wandern deaktivieren. Ich mache die jetzt mal alle aus, Leute, dass wir die nicht davonrennen. Den hier ebenfalls, falls der angehitscht ist. Aktiviere Wandern. Nee. Und jetzt nehme ich mal den Hitch weg. Den brauchst du ja jetzt eh nicht mehr. Nicht mehr direkt, ne? Unhitch Dinos. Ah, ich kann es direkt. Ah, cool, das wusste ich auch nicht. Dann kann ich sagen, hier ihn. Jetzt ist er angehitscht. Und jetzt müsste er eigentlich mitkommen. Weil der muss jetzt mit uns in die Wüste. Den nehme ich schon mal mit rüber. Komm mal mit, Digga. Hängst du jetzt da drin fest oder was? Offensichtlich, ne? Ja, wir können ja nicht nur Tiere ranschleifen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass das alles irgendwie Sinn macht, ne? So, komm mal mit. Wir gehen zusammen zum Teleporter. Dann gehen wir erstmal in den Canyon rüber. Und guck mal, ob wir da ein zweites Männchen haben oder ob das zufällige Weible ist. Aber ich glaube, das war kein Weible, ne? Diggerle hier zum... Komm, dreh dich nochmal rum. Das ist übrigens ein Hübscher hier, ne, der Kollege. So, teleportieren in die Heimat. Hier Heimat. Sehr schön. Kein anderer mehr mit drin. Okay, also eine Schildkröte müssen wir holen, dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen Rex-Eier poppen lassen oder einsammeln. Das muss ich komplett in der Wüste aufbauen. Da haben wir ja die Armee momentan stationiert. Dann können wir uns einen Oviraptor-Gegenpart holen. Ne? Jetzt pass mal auf. Du bleib mal eben kurz hier. Ich schau mal, was der Zureicher da hinten für einer ist. Guck mal, der hat auch eine blaue Farbe hier, gell? So ein schönes Tier. Zwei Schildkröten-Eier, richtig. Ich darf es jetzt nur nicht auf einen Schlag alle rausholen. Ich würde sagen, eine schon mal dazu. Dann muss ich warten, bis meine Abklingzeit rum ist, ne? Sonst habe ich wieder die Krankheit verteilt. Dann pennt wieder eine. So, ich mache mal zur Not Y. Junge, Junge, das meine ich halt hier, ne? Das wird viel zu viel, Leute. Der Canyon ist riesengroß und wir fabrizieren hier alles auf einem Fleck. Das muss sich halt ändern. So, siehst du, muss ich mittlerweile schon so laufen. Bist du ein Männle? Du bist bestimmt ein Männle, gell? Ja, wir haben zwei Männchen, Leute. Das ist jetzt schade, aber dann brauchen wir halt einfach noch ein Weibchen. Carbonemis. Kombi. Pachy. Pachy? Ich weiß ja nicht, wie das passiert ist, aber wir haben doch hier gar keine mehr. Vielleicht klemmt einer im Stein drin oder so. Okay, Leute. Das heißt, für die Wüste brauchen wir auf jeden Fall mal so ein... Das machen wir jetzt schon mal. Wir bereiten das schon mal vor. Ich glaube, ich lege das um hier, dass ich ins Inventar mit Tab zugreife. Ich bin das so gewohnt von anderen Spielen mittlerweile. Ist der Wahnsinn. Jetzt pass auf. Herstellen ist soweit klar. Wir brauchen auf jeden Fall... Ah, das wird ein Problem werden. Dann brauche ich ja auch einen Generator, ne? Elektronik 23 Stück. Dann brauche ich auch einen Generator. Jetzt überlege ich gerade, was gescheiter ist.
Ich könnte natürlich jetzt auch den Kompressor. Wir machen das im Redwood. Das ist ja eigentlich die Hauptstation gewesen, haben wir gesagt, von der Rex-Armee. Das heißt, ich ziehe alle zurück in den Redwood. Und dann passen wir lieber im Redwood alles an, dass wir da einen Kollektor aufstellen, einen Oviraptor vor Ort haben. Weil von da aus haben wir ja noch vor, irgendwann die große Brücke zum Obelisk zu ziehen. Ne? Die große Armee, die soll ja von da durchstarten können. Dann wäre es so rum fast gescheiter, Leute. Pass mal auf, ich hau mal ein bisschen Elektronik durch, falls wir das gerade können. Verbundsmaterial, Elektronik. Machen wir mal 100 Stück. Siliziumperlen müssen wir wieder farmen, alles klar. Ist auch kein Problem, dann machen wir das die Tage ebenfalls noch. Okay, zurück zu meinem Gedanke. Ich schmeiße jetzt die eine Schildkröte noch raus. Haben wir nicht irgendwo Plätzle? Ich könnte die natürlich auch da unten hinstellen, weil die sammeln ja die Eier auch hier unten ein, ne? Sollen wir die Schildkröten da runterpacken, dass hier oben ein bisschen Platz ist? Macht vielleicht fast Sinn, ne? Beziehungsweise ich gucke erstmal, ob die das Eizeichen da unten haben, die dann nicht mehr, ne? Dann bringt das auch nichts. Ohne den Oviraptor wird es nicht so werden, wie ich es will. Dann lasse ich es erstmal hier oben. Ja, ist jetzt ein bisschen organisatorisch, das müssen wir aber machen. Sonst haben wir jetzt hier einen Haufen Viecher und dann ist es nachher alles nur noch vollgeklatscht. Das ist mir jetzt persönlich wichtig, dass es wieder schön ist hier. Ne? Die Raptoren müssen dann auch rüber in die Raptorgründe und so weiter. Haja. Komm, wir holen sie raus, die zweite hier. Und eine haben wir noch am Strand rumliegen. Platzen wir mal die da dazu. Sehr schön. Dann würde ich fast sagen, jetzt haben wir drei Weibchen. Eins ist noch in der Mache. Wir holen uns noch ein Weibchen ran. Und ein weiblicher Oviraptor. Und jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir zufällig große Eier? Da müssen wir mich mal gucken. Also. Hier drin im Eggkollektor. Was haben wir denn hier als Großes, sag ich mal? Die Mantis-Eier, die gebe ich natürlich nicht her. Wir haben Stego-Eier. Lass mich mal ganz kurz gucken, spaßhalber, wie viel Stego-Eier bräuchte ich denn für den Oviraptor? Sag ich mal auf Level 125. Das ist nämlich das Problem. Quetzaleier, 2. Haben wir Quetzaleier? Haben wir noch keine, ne? Kombi, Anki, Dillo. Von Dillo steht hier auch nichts. Ne? Also Quetzal, Giga, Rex, Spino und Bronto. Kano taucht noch mit auf. Alles Viecher, die wir nicht haben. Tech-Stego. Sorny. Raptor. Stego. Ne, Leute, das bringt nichts. Wenn ich das mit den normalen Eiern mache, dann zählen wir an dem Ewigkeiten rum. Entweder ein Giga-Ei, zwei Quetzal-Eier, sieben Rex-Eier. Und bei Rexe haben wir natürlich auf jeden Fall den Vorteil, dass wir Rexe haben. Dann bauen wir uns das auf. Wir müssen es ja nicht heute fertig machen. Ich würde nochmal ganz kurz gucken, dass wir den Eggkollektor schon mal mitnehmen. Da hätte ich am meisten Bock drauf. Eggie Maggie. Einen hätte ich gerne gebaut. Drei Elektronik fehlen jetzt. Das ist ja auch eine Scheiße. Dann gehe ich kurz, ich hole kurz die Perlen. Das will ich jetzt fertig haben. La la la, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. So eine Superplanänderung, ne? So eine von heute auf morgen, komplett alles anders. Also, wir holen einen Eggkollektor. Ich nehme auf jeden Fall eine Foundation mit. Wir nehmen einen Hitch, dann bereite ich das schon mal alles vor. Dann kann nämlich der Oviraptor bei der Rex-Armee für Eier sorgen. Und ich würde sie momentan aber noch in der Wüste lassen, weil. Ja, weil wir noch ein paar Wurmhörner brauchen, ne? Das will ich auf jeden Fall noch fertig machen, Leute. So, mal, wenn hier keine Spinos oder sowas gerade sind, könnte ich kurz runtertauchen. Ich brauche ja nur eine Handvoll Perlen. Hier ist auch nichts mehr gespawnt, ne? So, mein Freund. Du bist ein guter AG, der Beste. So, lass mich mal kurz gucken. Nicht, dass da jetzt Piranhas sind oder Spinos oder sowas. Boah, ich bin viel zu früh ins Wasser geküpft, ne? Ne, da fliege ich noch ein Stück näher. Ja, das machen wir jetzt organisatorisch, das muss auch mal sein. Wir brauchen einen weiblichen Ovi. Dann. Die habe ich gerade eben jetzt nur im Augenwinkel gesehen. Wieso haben die nicht angegriffen, die Säcke? Wieso haben die jetzt nicht angegriffen? Normalerweise sind die immer gleich dabei, ne? Hier könnte man kurz. Da komme ich nämlich auch wieder hoch. Da sind wir näher dran, ne? Kannst du hier landen? Du bist der Beste. Ich hab's gleich gewusst. Vielleicht, weil ich unter Wasser bin. Vielleicht haben da die Ameisen sich gedacht, nee, Voucher. So ja nicht. Komm, eine Handvoll Perlen, dann haben wir es schon. Die farm ich die Tage mal ran hier, die wir noch brauchen, ne? Die müssten reichen, um alles zu begleichen. Also, ich muss jetzt das ein bisschen vor mich hinlabern, sonst vergesse ich die Hälfte. Wir müssen die eine Schildkröte holen, ganz klarer Fall. Dann haben wir schon mal Carbonemis-Kibbel in der Mache, beziehungsweise Carbonemis-Eier.
für die Brondos, ne? Und parallel kümmern wir uns jetzt darum, dass wir Rex-Eier wieder einsammeln ordentlich. Das Leichteste wäre natürlich, ich ziehe die zurück. Ja, dann bauen wir uns lieber den Teleporter vom Redwood auf die, zu der Armee hin, weißt du? Machen wir es so rum, Leute. Weil jetzt in der Wüste da was aufbauen. Welches Level hat denn der Baryonyx? 50er. Ist ein bisschen klein. Ist ein bisschen klein. Der Kano müsste auch fertig sein, ne? Lass mich mal schauen, ob der Bursche fertig ist. Welches Level der wohl gekriegt hat? Weil der war ja jetzt auch nicht gerade klein, ne? So, da steht er tatsächlich, der Gute. Level 202. Ja gut, den lasse ich jetzt mal kurz stehen. Den werden wir die Tage auch wegräumen. Lass uns mal ein bisschen das weiter auseinanderziehen hier. Ich habe die ganze Zeit nur ein bisschen Angst gehabt, wenn ich das zu weit auseinanderziehe, dass dann überall Viecher spawnen, ne? Aber die Raptor-Gründe könnte man demnächst mal eröffnen, wenn die Brücke hier fertig gebaut ist. Ja, das wird schon. Also, noch einmal zurück zum Thema. Da müssten wir jetzt die ganzen Rexe heimbringen in den Redwood, ne? Und den Oviraptor nehme ich mit, weil der soll Rex-Eier sammeln. Dann sind wir hier schon mal richtig aufgehoben. Leute, wie lange ist her? Wir gehen kurz in den Redwood rüber. Viking Bay, Desert, Floß, Großküche, Kombibau, Redwood. Redwood. Ja, das passt doch. Und auf dem Rückweg nehmen wir die Schildkröte mit, ne? Dann haben wir die Geschichte. Hallöle Popöle. Du könntest mir jetzt rein theoretisch folgen, Alter, weil dich bringe ich jetzt schon mal rüber auf die Anhöhe. Komm, wir gehen mal eben zu Fuß. Oder bin ich gerade leicht genug für der Flitzi? Wo ist denn eigentlich der Flitzi? Da steht er. Nee, pass mal auf, mach mal Y. Ich will mal kurz gucken, ob der mich tragen kann, der Gute. Flitzi, Alter, Socken. Bin dir zu schwer, gell, hab ich mal gedacht. Mal gucken, vielleicht kann ich es kurz hier einladen. Was haben wir denn alles, das mich so schwer macht? So schwer bin ich doch gar nicht. 216 Kilo, das ist doch nix. Und den Pellen? Ja gut, das ganze Zeugs. Ne, dann fliegen wir geschwind drüber. Wo ist denn jetzt der Obi? Obi-Showi, Alterle. So, pass mal auf. Folg du mal eben uns. Wir gehen darüber. Hier entlang. Ja, komm mit, Süßer. Ja, dann machen wir das so rum. Dann ziehe ich die Armee zurück. Dann bauen wir den Teleporter. Bauen wir eine schöne Teleporterstelle. Ach Gott, hier muss ich echt mal ein bisschen was machen, bitte. Dann bauen wir eine schöne Teleporterstelle drüben, sodass wir die Armee am besten einfach in die Wüste dann teleportieren. Müssen wir sowieso hier noch oben bauen, ne? Er ist noch da, das ist gut. So, komm schön mit, Alterle. Ach Gott, die ganzen Viecher. Da müssen wir echt mal gucken, jetzt wie wir das hier anmachen. Die Brücke, wenn wir bauen... Ich meine, das hier oben, das hat sich ja leider ausgedient. Das ist ja nicht so wirklich da hinten, ne? Das sind die anderen oben drauf. Pass mal auf, ich würde den Vorplatz hier nicht runterfliegen. Komm mal mit hierher, bitte. Von hier aus geht ja dann die Brücke los. Das forme ich um zu irgendwie zu einem großen Lagerhaus oder so. Das müssen wir mal sehen. Ich würde das ganze Ding da runter basteln, ne? Ach Gott, die sind aber noch ankitscht. Stimmt, ja. Komm mal rüber zu mir, Alterle. Der Gildo. Der Gildo. Servus, Gildo, Alterle. Wie sieht's denn bei dir mit Hunger aus? Ist alles noch gut, ne? Ey, wir hatten doch da drüben noch mehr Rexe, die rumlaufen. Ich zieh die mal zusammen jetzt, Leute. Also kommen alle Rexe mal zusammen auf einem Flecken wieder. Dann wissen wir auch, wo die sind. Ich muss jetzt nur mal eben gucken, ob die hier noch rumlaufen oder ob ich die damals abgezogen habe für den Kampf. Hier wandert nichts mehr rum, ne? Dann habe ich die damals abgezogen. Ja, die habe ich damals abgezogen. Die haben wir eingesammelt. Jetzt wird es auch noch gleich dunkel wahrscheinlich, gell? Ist egal, jetzt gucke ich mal hier kurz rum. Ne, jetzt müssen wir jetzt machen, Leute. Das eine bedingt, dass man das andere tut, ne? Kannst deine 20 Schildkröten einsammeln und dann fahrt das alles hier aufeinander rum. Wir haben so viel Platz. Ich könnte die Schildkröten theoretisch auch hierher bringen, ne? Ey, das können wir doch machen, Leute. Wir können doch die Schildis hierher bringen. An den See. Ah ja, hier haben wir Platz, hier ist alles soweit sicher. Und dann könnten wir irgendwie schauen. Oh, jetzt habe ich die Idee. Komm mal kurz mit hierher. Die Rexe sind ja hier unten dann verteilt, das ist Armee und so weiter. Ne? Das ist soweit klar. Dann hauen wir die Schildkröten hier hin und werden den Oviraptor zur Unterstützung ebenfalls hierher bringen. Und dann ist hier mehr oder weniger der Aufenthaltsplatz von der Armee und da vorne von den Schildkröten, Leute. Hier.
Und dann haben wir das alles in einem Aufwasch. Sehr, sehr schön. Dann bringe ich jetzt die Rechse alle hier rüber. Zur Not baue ich hier zwei Oviraptoren auf, dass die Rechse hier stationiert sind. Die haben wir echt alle abgezogen, bis auf den einen oder was. Ich muss mal rumfliegen, Leute. Ich bin mir da jetzt echt nicht mehr sicher. Ich habe das Gefühl, dass welche fehlen. Gestorben sind aber keine. Das hätte man mitgekriegt, ne? So, Ovi-Rex, ihr bleibt beide da, bitte. Der Papa geht mal gucken. Jetzt muss ich natürlich die Uhr auch wieder im Auge behalten. Ja, dann haben wir doch jetzt einen kleinen Exkurs hier. Links, das sind die Paraseer, das sind die Terrorbirds. Und da hier noch Strom drauf ist, nehme ich an, dass wir auch ganz viele Eier gesammelt haben. Von den Paraseern. Ich guck mal eben kurz rein. Wer ist denn er hier? Der Annie ist auch noch hier, siehst du? Die sind alle befruchtet, ne? Leute, meine Terrorbird-Armee wäre also kein Problem. Yeah. Die hole ich mir irgendwann. Annie, Alterle. Ich muss mal kurz, haben wir eine Fackel? Der Annie, die alte Socke. Du bist einer der wenigen, die noch hier sind. Rex ist im Level aufgestiegen, ne? Der hat bestimmt 20 Punkte. Ich mache die mal alle auf Leben jetzt hier. Das wird ja eh meine Tankarmee werden. Dann haben wir das schon mal. Dann hauen wir am Alterle ein bisschen was rein. So, Alter, muss jetzt nur den Wendekreis hier beachten. Hey, ja, komm schon. Das machen wir jetzt richtig, Leute. Dann flieg halt runter, geschwind die paar Meter. So, mein Freund. Du musst da unten jetzt lang. Ja, es ist eh Nacht. Jetzt organisiere ich kurz die Rexe hier rüber. Wobei mir das ganz ehrlich gesagt gefallen hat da drüben, als ich sie da stationiert hatte. Da kommt hier eine Rampe hin, dann können die als Armee von hier hoch und dann porte ich sie von da aus weg, wenn ich sie brauche, ne? So, mein Freund, ich hole dir gleich mal deinen Kollegen, dann können wir ein bisschen quatschen. Dann holen wir die aus der Wüste heute auch noch gleich zurück. Ich setze den Teleporter nur geschwind um vorher. So. Na, 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 na. Ja, wenn wir schon sowas haben, oder? Sollte man es auch wieder richtig nutzen. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, ich mache die erstmal als Tank, ne? Das sind jetzt natürlich nur die Männchen hier, ne? Das sind nur die Männlein da. Ja, ich baue den Oviraptor hier dann auf. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Das können wir doch gleich machen. Ich baue schon mal einen Hitch hin. Ich müsste gucken, ob der Echolektor oben dann wirkt, ne? Ja, ist ja kein Problem. Einen Hitch, wenn möglich, jetzt bauen. Na, es war klar, wir haben hier kein Werkzeug und nichts. Und keine Materialien. Schöne Geschichte. Die organisatorischen Dinge, die muss sein. Soll ich dich schon mal zu den Rexen bringen? Komm mal her. Geh schon mal mit. Kommst du? Die beschützen dich, da brauchst du keinen Kopf machen, ne? Wobei ich den natürlich auch hier so ein bisschen reinsetzen könnte, wenn ich es wollte. Ja, komm mal hier so mittig wie möglich und dann dreh dich mal schön rum. Du bist der wichtigste Mann am Platz hier. So, mein Freund, ne? Du kriegst dann deinen Hitch. Der Echolektor ist oben. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es, dass die Rexe... Das sind jetzt aber nur die Männchen hier, ne? Ja, dann holen wir jetzt die Weibchen, Leute. So machen wir das. Bisschen organisatorisches gehört halt auch dazu. Ich muss einen Vogel holen, das ist das Erste. Dann flitzen wir kurz rüber, den Teleporter oben setzen. Ich würde den Teleporter... Wo setze ich den denn hin? Der Echolektor, der kann ja hier bleiben, ne? Das ist kein Problem. Ich hoffe, die Reichweite passt. Das werden wir aber rausfinden. Dann setze ich den Teleporter geschwind um. Jo, es wird jetzt auch hell. Wunderschön. Haben wir eine kleine Rundreise heute. Wer sind die zwei? Ach, die zwei Äfflen, die sind auch noch hier. Und hier hatte ich doch auch ein paar Rexe positioniert ab und zu, ne? Die sind aber alle weg. Die sind alle in der Wüste drüben. Die Terrorbirds, die laufen sich die Hacken wund hier. So, pass auf. Das machen wir jetzt. Der war ja eh nur professorisch hier, ne? Dann nehme ich dich. Find Dinos. Das ist ein Haufen neue Funktionen, ne? Aufheben Redwood. So, mein Freund. Dann hauen wir den schon mal rüber. Jetzt pass auf. Wie machen wir das? Hier ist das Brauhaus und so weiter. Ich kann die Schildkröten hier verteilen. Ich könnte den Oviraptor ins Brauhaus setzen. Und die Rexe dann, die Rexweibchen hier rein und die Schildkröten dahintere. Dann machen wir es so. Dann hat es auch nochmal einen zusätzlichen Sinn, wenn wir das hier machen. Pass mal auf. Das könnte eventuell cool werden. Oviraptor, komm einmal mit mir, mit meinem Freund. Oviraptor. Schön. Ich habe gerade so voll das gute Gefühl jetzt. Das haben wir ewig nicht mehr gemacht, sowas.
Außerdem gefällt es mir gerade hier im Redwood wieder saugut, ne? So, Digga, wir müssen jetzt gucken, dass wir beiden da hochkommen. Werden wir etwas schwimmen müssen, my friend. Ah ja, du bist schnell. Bist ein guter Schwimmer. Ich kann ihn natürlich auch hierher setzen. So als Mittelpunkt. Nee, ist ja Blödsinn, ne? Mäusle. Komm mal hier so ein bisschen näher. Und jetzt hier raus. Nicht, dass du mir versaufst. Guck mal, ich habe einen wunderschönen Platz für dich. Hier wirst du wohnen. Ja, komm ein Stück näher. Stopp. Genau hier, mein Freund. So, dann müssen wir nur gucken, wie das mit der Reichweite ist. Die Schildkröten, die würde ich dann hierher bringen, Leute. Hier ist Wasser im Redwood. Dann haben, und die sind auch nicht so weit weg von den Highlands, wo die meisten her sind, ne? Das gefällt mir schon mal sehr gut von der Idee. Also der bräuchte jetzt einen Hitch. Ich weiß nicht, ob wir hier noch Material haben. Ich gehe mal spaßhalber jetzt kurz näher hin. Oh, da freue ich mich jetzt. Ist natürlich jetzt eine komplette Planabweichung, aber uns rennt ja nichts weg. Hitch ist auch schon klar und den müssen wir ja anhitchen hier, damit der eben, wenn er wandert, nicht davonläuft, ne? Zumindest weiß ich nicht, ob es das schon gibt mittlerweile. So, Alterle, du vermisst den auch schon, gell? Du kannst ruhig sagen, weil das ist dein Hitch. So, direkt in das Kinn. Und? Achso, du musst jetzt hier praktisch über Hitch Dino. Ist ja schon geil, ne? Oviraptor. Schließen. Enable. Wandern. So, also der Ei. Der Eye-Popper ist an. Jetzt pass mal auf, jetzt fliege ich mal mit unserem Argentavis hier rüber. Weil die Rexe würde ich eigentlich gerne hier abstellen. Ja, siehst du, die Reichweite ist da. Das heißt, wenn ich die Rex-Mädels hier hinstelle, die Rex-Jungs auf der anderen Seite, dann haben wir auf jeden Fall die Rex-Sammelstation hier. Sehr schön. Und den Teleporter, den würde ich natürlich, damit das Gebäude hier noch ein klein bisschen Sinn ergibt am Schluss, den würde ich hier hochbringen. Erstmal. Nee, mach mal nicht, mach mal nicht. Ich muss ja die Rexe jetzt holen. Pass mal auf, wir machen es anders. Dumm-di-dumm. Die werden ja jetzt dann alle hier landen. Das heißt, ich setze den erstmal hier so mittig hin irgendwo. So irgendwie. Dann nenne ich den auch wieder Redwood. Umbenennen. Machen wir mal ready. Oder kann ich das zusammenschauen? Ist ja wurscht. So, jetzt teleportieren wir uns in die Wüste, Leute. Und dann holen wir jetzt die ganzen Rexe hier rüber, dann verteile ich die Weibchen noch. Dann haben wir schon mal die Eiersammlung am Laufen für den nächsten Oviraptor. Da holen wir unsere Weibchen und dann können wir auch immer einen Oviraptor machen zu jeder Zucht, die wir so anstellen. So, das Problem ist jetzt, dass der eigentlich auch blöd sitzt, aber das ist mir jetzt egal. Naja, dann hole ich die komplette Armee jetzt heim. Das heißt du, Mr. T, Rexona, Odol... Rexy, Robert, Better, dann der General Scream, General Scream, Alter, es geht nach Hause. Und wo ist mein Sau? Wo ist mein Schweinle? Ah, da hinten steht's. Die Quake-Talerin. Keine passive Heilung, ist ja auch nicht so wild. Hättet ihr eigentlich noch was zum Fressen gehabt? Ja, Leute, ich nehme das gleich schon mal ein bisschen mit, weil dann können wir im Redwood schon wieder Futter verteilen. So, jetzt erstmal alle hier zu mir rüber. Ja, ja, ja. Der eine da hinten macht einen ziemlich großen Umweg. Junge, Junge, haben wir einen Haufen Rexe. So, Leute, und jetzt wäre es cool gewesen von euch, wenn wir hier hintere marschiert werden, alle zusammen. Ich laufe da jetzt einfach mal rein. Hoppla. Nicht da runterfallen, bitte. Ja, da hat mir jetzt einer hochgeholfen. So. Die sind jetzt alle nicht im inneren Kreis, ne? Ich probiere mal, ob jemand mitgeht. Teleportieren. Redwood. Ich bin mal gespannt, ob die, wo mit dem Kopf reinschauen hier, ob die jetzt alle mit sind. Ne, nicht alle. Aber die kann ich ja gleich holen. So, die folgen mir jetzt auch noch alle. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich use durch. Die Rexona ist eine Weible. Die muss mit rüber. Rexy Hexi legt Eier. Die Bertha legt Eier. Kommt mal ihr drei schon mal mit. Ich hoffe, die passen jetzt hier durch. Organization. Wunderschöne Rexe haben wir. Hohe Level. Ah, da freue ich mich auch schon, wenn es mal losgeht. So, und wenn ich euch hier hinstelle, das war so die Idee, dann müsstet ihr normalerweise im Eye-Popper drin sein. Sind sie nicht. Möglicherweise habe ich aber den Oviraptor falsch angekitscht. So, guck mal, ich drehe dich so hin mit dem Bobbes.
Dann könnt ihr nämlich auch die Mandeln sehen. Und pulsiert jetzt das mit dem Ei? Nee. Mit dem Argentavis ging's, ne? Ich fahre mal noch ein Stück hintere. Ich sehe die Eye-Popper-Dings nicht, leider. Vielleicht muss ich da tatsächlich noch irgendwas anderes machen. Ich könnte natürlich, aber da wollte ich die Erweiterung und die gebe ich jetzt nicht auf, deswegen. Komm mal her. Wir drehen dich mal. Du kannst ja auch zum Beispiel hier stehen, ne? Und? Geht es bei den Rexen vielleicht nicht? Das weiß ich jetzt überhaupt nicht, ne? Ob das bei den Rexen geht oder nicht. Weil normalerweise müssten die doch jetzt hier die Unterstützung haben, ne? Leute, weiß da jemand was? Wo ist mein Denkfehler? Weil die kann ich ja noch so nah hinsetzen jetzt. Wenn ich die so hinsetze, jetzt ist sie ja dem Oviraptor schon fast verfallen, so nah. Oder pulsiert es nur beim Männchen? Aber wieso sollte das, ne? Läuft es über die Männchen? Ich habe mir da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, ne? So, Alter, komm, trink mal. Und iss was. So. Das nächste, was wir probieren müssen, ist, ob die Eier... Ernie, Gildo, bei euch ist alles soweit klar. Robert, du kommst zu den Männern drüber. Jetzt probiere ich das mal. Also der Oviraptor animiert, dass die Viecher Eier legen. Ne? Soweit haben wir das ja schon mal gehabt. Allerdings nicht bei den Rexweibchen jetzt gerade. Ah, vielleicht muss ich Mendle dazu. Muss ich eh dazu stellen, ne? Fällt mir gerade ein. Jetzt läuft's. Sobald das Mendle dabei ist, ne? Nehme ich an. Okay. Vielleicht muss ich einfach jetzt noch die ganze... Ja, ich hole sie halt einfach alle rüber, oder? Leute, das kann ich ja jetzt organisieren auf morgen. Da hole ich euch morgen hier ab. Dann holen wir die Schildkröte unten. Würde ich sagen, wir holen jetzt noch die letzten Rexe rüber, dass wir da schon mal einen Haken dran haben. Rexi-Hexi? Jetzt hat sich's wieder ausgeeiert. Aber jetzt hat sich's komplett ausgeeiert. Digga, ist mit dir jetzt in dem... Irgendwas stimmt jetzt nicht mehr, ne? Wandern deaktivieren. Keine Bewusstlose. Muss ich das... Das muss ich aber nicht drücken hier, dass der jetzt das macht, ne? Jetzt poppen die Eierdinger wieder. Ja gut, solange das funktioniert, ist gut. Bei ihr hat's jetzt auch... Das mit dem Ei, bei den anderen Weibchen leider nicht, ne? So, komm, wir gehen rüber, wir holen den Rest. Das kriegen wir schon hin. Ich ziehe einfach alle Rexe rüber, das wird schon irgendwie werden, denke ich mal. Dum diddle dum, dam da da dam, schab da wie du dabei. Der Ding ist auch noch drüben, der General. Jetzt kann natürlich sein, dass die wieder abkauen sind, ne? Weil ich die auf Folgen hatte. Kann sein, dass die schon wieder auf dem Weg sind. Hier rüber. Das war doch schon mal so, ihr erinnert euch. Jo, die sind... Ne, da sind sie. Die sind noch da. Die sind noch da, Leute. So, pass mal auf. Ich mach's anders, dass ich nicht wieder die Hälfte vergesse. So ist gut. Haben wir noch Weibchen hier gehabt? So. Mr. T ist noch hier. Näher kriege ich dich leider nicht. Ne, dann geht da drüben hin. Komm, lass dich mal hier raus. Das Schwein sollte natürlich auch mit. So, ich glaube, den kriegen wir, wenn ich ihn so mache. Mr. T. Bisschen näher hinlaufen. So nah als möglich. Und der Odol. Erschreck mich nicht so, Alterle. Sonst kommst du nicht mehr mit. Bin ich jetzt erschrocken, Leute. Der klitscht entweder hier gerade blöd. Ich kann nicht aufsitzen. Deswegen hat er gebrüllt. Da kann ich gerade nicht aufsitzen. Den muss ich separat holen. Aber das Schwein können wir gleich mitnehmen, ne? Du gehörst ja zur Armee. Von daher sollte ich dich auch nicht hier lassen. Ist schon klar.
So, meine Lieben, nochmal eine Portrunde und dann hören wir auf für heute. Den Rest mache ich dann offscreen, zusammenziehen der Tiere. General Screen ist jetzt nur noch Mendeln, aber dann haben. Doch, Rexona ist noch dabei. So. Der Odol ist jetzt der einzigste, der noch fehlt, ne? Also, Mr. T. Erstmal hier. Komm, ich stell mal noch ein Mendel rüber. Mal gucken, was passiert. Nö. Als ob die zu weit weg wären, ist das gerade, ne? Pass mal auf, ich probiere die mal noch ein bisschen hier näher hinzubringen. Vorderste Front. Und die müsste doch jetzt normalerweise... Denn, ja, dann sind die einfach nicht nah genug dran gewesen. Das hätte ich jetzt allerdings nicht gedacht. Dann muss die Beta natürlich auch noch ein Stückchen näher hin. Und er hier in zweiter Reihe, würde ich sagen. Okay, das haben wir jetzt schon mal geschafft. Das haben wir schon mal geschafft. Drei Rexe pulsieren. Sehr gut. Ist das eine Rumschieberei, Leute, oder? Aber dann haben wir da mal ein bisschen Ordnung wieder drin. So. Die Rexona ziehe ich noch rüber. Pass mal auf. Du kommst noch dazu. Am besten so, dass du auch Eier legst. Und dann haben wir auch bald unseren Oviraptor-Weibchen. Und dann läuft's, ne? Dann, immer wenn wir dann einen Ovi brauchen für irgendwas, können wir den auf jeden Fall nachbrüten. So, die setze ich jetzt hier. Das ist doch schön. Und wenn es losgeht in den Kampf, ziehe ich sie natürlich hier wieder ab. So, wenn ich jetzt runtergehe, müsste die eigentlich auch pulsieren. Tut's es? Ja, tut's. Was ist das für eine tote Ecke hier? So, meine Lieben, den Odol hole ich jetzt noch mit euch. Dann seid ihr halt dabei. Was habe ich jetzt vergessen? Die Schildkröte liegt noch am Strand. Die holen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall ab. Dann holen wir die Schildkröten komplett hier rüber an den See. Dann ist das hier unsere Schildkröten-Kibbelzucht, bewacht von den Rexen. Der General mal ganz kurz hier zu seinen Kollegen. Und natürlich mein Lieblingstierle hier. Die Goigtalerin. Jodel-Lady. Jodel-Lady. So, da ist das nämlich auch erledigt. Den Odol noch geholt und das war's, Leute. Einmal noch rüber. So machen wir das. Dann haben wir die Rexe und die Schildkröten hier als Kibbeltiere. Dann baue ich das Brauhaus irgendwann fertig, ne? Da wollten wir ja noch eine kleine Dings hin basteln. Ja, ich habe vergessen. Komm mal hier raus, Alter. Komm mal raus hier. Sehr schön. Und jetzt können wir zwei beiden zurück in den Redwood. Haben wir jetzt aber schnell organisiert. Ist alles gut, oder? Läuft. Turm bauen wir natürlich auch noch die Tage. Irgendwann in den nächsten Folgen weiter aus. So, mein Freund. Ich glaube, das müsste reichen, dass du mitkommst. Back in the Redwood. Ja, das reicht. Die Schildkröten. Die Rexe sind dann im Redwood. Das ist schön, da müssen wir eh mal ab und zu wieder öfters hin und her. Den Redwood vermisse ich schon so ein bisschen, wenn ich es mal genau nehme jetzt, ne? Ich merke es gerade total. So. Und dann werden wir hier irgendwann die Brücke natürlich auch bauen. Was jetzt interessant wäre, Leute, aber das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Jetzt bleibe ich mal hier stehen. Und wir gucken beim nächsten Mal, ob das funktioniert, dass die Weibchen da vorne ihre Eier legen und da oben dieser Kollektor von der Reichweite die Sachen einsammeln. Ich nehme an, dass es reicht. Aber wenn nicht, muss man halt weiter vorsetzen, ne? Dann setze ich ihn hier weiter vor. Oder tatsächlich hier irgendwo hin. Oder sogar da unten speziell, dass wir den einmauern in die Brücke. Dann ziehen wir die Rex-Eier und die Carbonemis-Eier. Dann passt es normalerweise. Ich kann ja mal reingucken, ob schon Rex-Eier angekommen wäre. Ich sehe keins, ne? Beobachten wir. Meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Kleine gemütliche Gruschelrunde geht zu Ende. Nächstes Mal geht's weiter. Die Schildkröte holen, organisieren wir hier alles soweit, dass wir Rex-Eier sammeln und Schildkröteneier. Dann sind die Brontos auf dem Weg und das Oviraptor-Weibchen, welches wiederum wir dann später gebrauchen können, um eben verschiedene Kibbelzuchten aufzubauen. Ne? Zur Unterstützung der Brut und der Eierlegung. So, ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Kommt gut durch die Woche, meine Lieben. Bis dann.